Moin Moin, ich bin Frank Bartels, ich bin von der TopPoint und beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema Open Data verstärkt. Letztes Jahr haben wir einen Hackathon dazu veranstaltet und dachte mir, dieses Thema will ich ein bisschen warm halten und mache deswegen zwischendurch noch einen Vortrag auf den Linux-Tagen und auf der digitalen Woche Kiel auch. Ja, worum geht's bei Open Data? Was sind eigentlich offene Daten? Das Ideal, leicht auffindbar sollen sie sein. Daten, die sollen irgendwie leicht, bequem über eine Webseite, Webportal oder so auffindbar sein. Man muss gute Metadaten haben, damit man sieht, ob das das ist, was man gebrauchen kann, ob das zu anderen Daten passt, die man vielleicht schon hat, mit denen man es kombinieren möchte. Und man braucht eine schöne Suchfunktion natürlich. Sie müssen praktisch gut verwendbar sein. Einfache, übliche, standardisierte und von jedem nutzbare Formate. Und sie müssen gut nutzbar sein im Sinne von, man muss eine freie Lizenz dran haben, dass man eben damit auch alles machen darf, damit man sie mit anderen Daten verbinden darf. Und ja, es gibt noch eine fortgeschrittene Variante sozusagen. Ich mache mal dieses kleine Icon da weg. Linked Open Data. Das ist sozusagen die Web-Zukunftsversion, die man sich dazu vorstellen kann. Und das funktioniert einfach so, dass die Daten als Web-Ressourcen verfügbar sein sollen und dass die Daten dort wieder Links zu anderen Daten enthalten können, praktisch Unterdatenmengen oder Lookup-Datenmengen, also solche Geschichten. Der Tim Berners-Lee, der das World Wide Web begründet hat, der ist besonders engagiert dafür und hat sich da den Begriff GGG, Giant Global Graph, so ausgedacht, weil die Daten alles schön vernetzt sind. Ja, was hat das eigentlich für Nutzen, die Ziele dieser Geschichte? Viele dieser Daten kommen vom Land und vom Staat, vom Bund. Der Staat hat ja mit den Steuergeldern teilweise jedenfalls diese Daten erhoben und deswegen sollten sie möglichst allen zur Verfügung stehen und deswegen sollte auch Demokratie eben davon profitieren. Man sollte die Transparenz des staatlichen Handelns allgemein natürlich stärken und dafür kann es sehr viel nutzen, weil jeder Bürger natürlich die Daten selbst analysieren kann und ja, sich ein ganz eigenes Bild machen kann. Und dann gibt es wissenschaftliche Nutzen. Zum Beispiel Forschungsarbeiten können viel effektiver durchgeführt werden, wenn man sich die Daten wirklich teilt und wenn Daten nicht zwischendurch verloren gehen. Auch Bürger können selbst Daten erheben und auch damit Wissenschaft betreiben. Citizen Science ist da das Stichwort zu. Es gibt wirtschaftlichen Nutzen. Zum Beispiel Startups können mit den Daten rumspielen, neue Geschäftsmodelle sich ausdenken. Wirtschaftliche Verwertung. Man kann Analysen machen, zum Beispiel Risikoanalysen, Standortanalysen. Also wo will ich jetzt mein Geschäft zum Beispiel aufbauen? Lohnt sich das in dieser Straße noch eine Bäckerei zu machen und so weiter? Da kann man natürlich auch diese ganzen Daten nutzen, die zum großen Teil ja schon irgendwo vorhanden sind und einfach nur freigegeben werden müssten. Bei der Produktauswahl könnte man auch offene Daten einsetzen. Viele Kaufentscheidungen sind sehr komplex. Da wäre es natürlich super, wenn man eine kleine Datenbank hätte, wo alle Parameter drin sind, alle Attribute drin sind und man ganz leicht Vergleiche durchführen könnte, statt sich bei jedem Hersteller da durch die PR-Seiten durchwühlen zu müssen. Und die Hersteller könnten den Vorteil haben, die so ihre Daten damit hinzugeben, die könnten ja eben bei den Kunden einen Vorteil haben, weil sie eher ausgewählt werden, eher berücksichtigt werden. Es gibt eine Studie zum volkswirtschaftlichen Potenzial von Open Data, die auf Wikipedia-Seite zu Open Data gerade erwähnt worden ist von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die heißt Open Data The Benefits. Und da wird also schon mal vorgerechnet, wie hoch denn in Geld ausgedrückt der
volkswirtschaftliche Nutzen denn etwa ist. Da ist irgendwas von 46 Milliarden stand. Aber ich habe mir das jetzt nicht ganz genau angeguckt. Die Studie sieht ganz interessant aus, weil sie insbesondere das von verschiedenen Seiten her aufschlüsselt, also versucht von verschiedenen Seiten her zu rechnen, wie man diesen wirtschaftlichen Nutzen bestimmen kann. Also zum Beispiel, wie viel kostet es, Daten zu erheben und so weiter, beziehungsweise welche Lizenzen alle sind jetzt vergeben worden, wo hat der Staat da Einnahmen, und aus diesen ganzen Aspekten her so irgendwie rekonstruiert. Ja, und zum Schluss das Wichtigste fast, sozialer Nutzen. Es ist für alle Menschen nützlich, wenn die Daten für alle zur Verfügung stehen. Zum Beispiel im Bildungsbereich kann man natürlich sehr viel damit anfangen. Man stellt sich mal vor, dass Schüler zum Beispiel im Geografieunterricht nicht nur eine fertige Karte zum Betrachten und Interpretieren bekommen, sondern vielleicht selbst eine Karte aus Daten machen können und selbst bestimmen können, wie die Daten präsentiert werden, wie ein Thema aufbereitet werden, wie die Meinung des Betrachters vielleicht auch gelenkt wird. Das ist eine ganz andere Medienkompetenz, die sich so ergeben könnte. Und vielleicht kann man das in den Schulalltag im Laufe der Zeit auch stärker integrieren. Diverse Graswurzelaktivitäten, also kleine Vereine, Leute, die eben einfach nicht das Geld haben, um jetzt groß irgendwie statistische Analysen selbst anzulegen, also irgendwie Daten zu erheben dafür, aber vielleicht Daten analysieren können mit eigener Software, können natürlich profitieren. Aber alle Menschen können insgesamt davon profitieren, dass Daten besser zugänglich sind, insbesondere auch Menschen mit Einschränkungen. Man stellt sich vor, ein Rollstuhlfahrer möchte irgendwo hin in der Stadt. Wie kommt man denn dahin? Bestimmte Wege haben vielleicht eine kleine Treppe mit drin, geht nicht. Also solche Informationen braucht man in Karten drin und in Routing-Systemen drin, damit das eben überhaupt möglich ist, dann einen sinnvollen Weg zu planen. In manchen Fällen sind sogar Echtzeitdaten ziemlich sinnvoll, oder wären ziemlich sinnvoll, sag ich mal. Ob Aufzüge zum Beispiel in Betrieb sind oder nicht, spielt natürlich eine entscheidende Rolle, weil ich muss vielleicht einen ganz anderen Weg planen. Möchte nicht erst zum Aufzug hinsehen, das Ding ist außer Betrieb, muss einen ganz anderen Weg nochmal fahren. Das wäre schön, wenn das verfügbar wäre. Es gibt in Berlin so ein Projekt, da wurde es tatsächlich einmal durchgeführt. War ein bisschen kompliziert, gab ein paar lustige Einzelheiten dabei. Zum Beispiel durfte da nicht dann verbreitet werden, ob die Aufzüge defekt sind, aber man durfte sagen, ob sie in Betrieb sind. Also solche Geschichten. Aber immerhin, man kann sowas hinbekommen, wenn man die ganzen Leute, die irgendwie damit eine Rolle spielen, die ganzen Unternehmen und staatlichen Stellen, die da eine Rolle spielen, unter einen Hut bekommt und mit denen redet. Ja, der eingeschränkte Hörsinn, weniger Abhängigkeit zum Beispiel von Durchsageninformationen, Notsignal. Am Bahnhof zum Beispiel stelle ich mir vor, da wird gerade angesagt, ja, gehen Sie mal auf Gleis sowieso, wenn Sie jetzt da weiterkommen möchten. Das kriegt man da ja gar nicht mit. Also wäre schon schön, wenn es da auch solche Schienen gäbe, auf denen die Daten weiter verbreitet würden. Und der Hauptsinn bei uns ist in der Regel ja der Sehsinn. Der eingeschränkte Sehsinn erfordert natürlich, dass alle möglichen Medien umgestaltet werden müssen. Also die Barrierefreiheit von Webseiten und PDFs ist hier unheimlich wichtig natürlich. Dass eben die Daten nicht nur für Leute, die sie sehen können, aufbereitet sind. PDFs, das kennen wir auch alle. Man sucht irgendein Wort im PDF und findet das nicht, obwohl es eigentlich da ist. Die Buchstaben sind irgendwie wirr angeordnet im Dokument. Das sind schon die Anfänge. Also es hapert schon an ganz grundlegenden Dingen oft. Und das ist eben auch entscheidend. Also je strukturierter die Daten sind, desto leichter können Programme, die Menschen mit Einschränkungen helfen sollen, eben die Daten für diese aufbereiten. Also insofern sehr wichtig. Von dem Verein Andersicht e.V. Ist der Herr Dahn? Nee.
Es gibt so einen Verein, bei dem gerade das Thema ist, für Blinde eben zusätzliche Daten zu bekommen. Und der interessiert sich insbesondere dafür, zur Geomapper-Szene auch mehr Kontakt zu bekommen, damit mehr Daten entsprechend erhoben werden können. Also falls jemand da Ideen hat und Leute kennt, die da vielleicht Lust hätten mitzumachen, wäre es ganz nett, da den Kontakt vielleicht zu mir rüberzubringen. Ich würde das dann weiterreichen. Oder auch direkt an der Sicht e.V. Ja. Beispiele. Also prominente Beispiele, die kennen wir alle, OpenStreetMap und Co. Das brauche ich vielleicht auf den Linux-Zahlen auch nicht groß ausweiten. Aber was für Arten von Daten gibt es eigentlich? Also wenn ich jetzt gerade an die staatlichen Daten denke, die haben fast immer irgendeinen geografischen Bezug. Es muss das Land ja alles Mögliche verwalten, alle ihre Straßen bis hin zu jeder Straßenlaterne und jedem Kram, der irgendwie in der öffentlichen Hand ist und irgendwie gewartet werden muss zum Beispiel. Also Geodaten sind praktisch überall zentral mit drin. Den Punkt würde ich an oberste Stelle stellen. Umweltdaten, diverse Behörden sammeln natürlich zum Beispiel Daten nicht nur über Schadstoffe in der Luft, aber auch die ganzen eigentlich eher belanglosen Daten, und insgesamt ergeben diese ja eher für einen Forscher ein richtiges Bild, mit dem er was anfangen kann. Und auch ein Bürger kann damit dann vielleicht mehr anfangen, wenn er das ganze Bild hat. Regierungsdaten sind dann mehr für die Transparenz wieder interessant, Verwaltungsdaten ebenso. Zum Beispiel, in welchen Rathäusern welche Informationen benötigt werden, damit man einen Ausweis erstellt. Das ist alles in Datenbanken drin. Das sind zum Beispiel Daten, die auch frei verfügbar sind, gerade schon in Schleswig-Holstein. Statistikdaten, damit eben nicht nur die Politiker sich ein Bild machen können, wie Dinge laufen, sondern die Bürger möglichst sich das gleiche Bild machen können. Graswurzeldaten, OpenStreetMap zeigt ja schon sehr schön, wie es geht. Da ist vielleicht nicht alles schon da. Es würde auch davon profitieren, wenn der Staat eben auch seine Daten da noch teilen würde und zur Verfügung stellen würde in größerem Umfang. Das ist eins der wichtigen Anliegen, dass man das so zusammenführt und dass alle eben sinnvoll zusammenarbeiten können zum Nutzen aller. Und Citizen Science hatte ich ja schon mal vorher erwähnt, die Daten allgemein, die Leute selbst gesammelt haben. Zum Beispiel gibt es da Ideen, dass Leute an ihrem Segelboot einen Sensor anbringen können, sodass die Wassertemperaturen und andere Parameter gemessen werden. Und dann können die das alle zusammensammeln und dann kann man zusätzliche Umweltdaten zum Beispiel generieren. Also können die Bürger auch mitbestimmen, wo wirklich genauer nachgeguckt wird. Mag jemand vielleicht mal die Uhrzeit? Und vor allem, was Ach, da. fehlt, Frank, Ja. Ja. Bibliotheken, Tu besser. Hallo. Ja, genau. Also, sehr schönes Beispiel. Wir haben am Montag eine zusätzliche Veranstaltung bei der Digitalen Woche Kiel. Da ist um 17 Uhr hier am Montag einen Vortrag von Digicult e.V. e.V. war das? Nee. EG. Und die erzählen da etwas. Ja, wir erzählen ein bisschen tiefer aus dem Museumsarchiv, Bibliotheksbereich. Da geht es aber dann auch schon, was du vorhin erwähnt hast, mit Open Data. Es geht um die Vernetzung des Wissens, also dass die Museen, die Kultureinrichtungen immer mehr jetzt auch ihre Informationen zur Verfügung stellen und dann vor allem auch mit Citizen Science praktisch die ganzen Daten gemixt werden, dass wir jetzt so im Mittelpunkt stehen. Ja. Genau, ich hoffte eigentlich, dass du hierbei bist und ja. Ja, Beispiel staatliche Daten. Wir haben natürlich ein prominentes Beispiel in Kiel. Von kiel.de gibt es ein Unterverzeichnis Open Data, in dem man ein paar Datensätze abrufen kann, die Kiel als Stadt zur Verfügung gestellt hat. Die Metadaten all dieser Dateien sind im JSON-Format abrufbar.
Bar vielleicht jetzt gerade im Moment nicht, habe ich gestern gesehen, weil irgendwie die Homepage umgestaltet worden ist, aber das wird wohl wieder zugänglich werden. Da kann man also auch die Suche selbst in den Datensätzen schon unabhängig wieder machen. Es gibt da 123 Datensätze im Moment. Sie sind unter einer ganz freien Lizenz, so einer Mach-was-du-willst-Lizenz. Man braucht also nicht mal zitieren, wo man die Daten her hat. Man kann die einfach beliebig verarbeiten, Veröffentlichungen draus machen, irgendwas. Das nennt sich DL.de020. Die aktuelle Lizenz, die da dran geklebt ist, da ist das nochmal formalisiert. Also nichts zu meckern an der Stelle. Auswahl nach den Kriterien, Kategorie Gesetze und Justiz, einfach mal so ein Beispiel reingegangen. Da gibt es dann zum Beispiel Feuerwehreinsätze in Kiel. Und wenn man die Datei abruft, dann kriegt man da so eine CSV-Datei, eine CSV-Datei, in der ein paar Spalten drin sind zu der Anzahl von Brandeinsätzen, Brandschutzalarmierung und Hilfeleistung. Und recht überschaubar das Ganze, also lauter kleine Statistiken vorwiegend. Was man da nicht bekommt, sind zum Beispiel Geobasisdaten oder so etwas. Man bekommt diverse Informationen zum Beispiel darüber, über Ortsteile und Stadtteile von Kiel, aber man kriegt nicht den Umriss, kriegt nicht Daten, die beschreiben, wo genau die Orts- und Stadtteile wirklich sind. Das wird vielleicht das Land oder die Stadt später auch mal bereitstellen. Auf den Webseiten sind diese Daten abrufbar und verfügbar zum Anschauen. Was noch nicht da ist, soweit ich gesehen habe, ist eine Lizenz, dass man die eben runterladen kann und frei nutzen kann. Und die Möglichkeit, die sinnvoll runterzuladen. Die Idee des Landes Schleswig-Holstein und viele andere Länder haben das auch schon getan, ist, ihre Daten auf govdata.de einzustellen. govdata.de hat auch diese Datenlizenzen zum Beispiel da normiert. Das ist so das Ziel, dass da alle zentral ihre Daten zusammenziehen, zumindest, dass man dort Links zu den eigentlichen Daten finden kann, sodass man eine zentrale Stelle hat, wo man alles finden kann. Das ist natürlich das Ideal gewesen, dass man nicht auf allen möglichen Webseiten erstmal erfinden muss, welche Webseiten überhaupt was haben für einen und dann alles absuchen darf, sondern dass man möglichst zentral das irgendwie zur Verfügung gestellt bekommt. In Hamburg hat man das tatsächlich schon sehr umfangreich gemacht. Vor 3 Jahren ungefähr hat man da praktisch alles, was nied- und nagelfest ist, als Open Data freigegeben. Also man kann da schon mal über den Zaun gucken, wie das denn gehen kann. Da gibt es, wenn man direkt auf dem Transparenzportal, heißt das jetzt, neuerdings sucht, über 70.000 Datensätze abrufen und es sind alle Geobasisdaten und all dieser Kram ist da alles mit bei. Also alles, was das Herz begehrt. Ich weiß nicht, ob alles ist. Das ist natürlich schwer zu sagen, ob etwas flächendeckend ist, aber 70.000, teilweise ziemlich umfangreiche Datensätze, das ist schon eine enorme Menge. Ja, bei unserem Hackathon, den wir letztes Jahr gemacht haben, wir haben einen Hackathon, also eine Veranstaltung, wo man in einer kurzen Zeit versucht, kleine Projekte irgendwie schnell mal voranzubringen. Das machen Freiwillige, die Lust haben, daran mitzumachen, zum Beispiel um die Nutzbarkeit von Open Data zu zeigen damit und das Ganze voranzubringen. Das läuft bei uns unter dem Begriff Kreativhack, so Hackathons zu veranstalten. Und wir haben letztes Jahr zum Thema Open Data einen gemacht. Und da haben wir auf dieser Seite kann man sich eine ganz nette Liste von Möglichkeiten, wo man heute schon Daten finden kann oder vielleicht demnächst auch für Schleswig-Holstein Daten finden kann, anschauen. Manche dieser Links sind noch nicht als Open Data verfügbar, aber sie sind immerhin abrufbar und man sieht, dass dieser Weg Schritt für Schritt gegangen wird, dass praktisch die Daten erstmal öffentlich zur Verfügung gestellt werden und später dann zu Open Data gemacht werden, weil sie sind halt
diverse Arbeitsschritte bei den Verwaltungen nötig, um zu klären, dass die veröffentlicht werden müssen und dann das mit den Lizenzen und wenn die erstmal als Open Data rausgegangen sind, dann können die Leute das sehr beliebig wieder veröffentlichen. Das hat dann nochmal eine etwas größere Schärfe für den, der die Daten gibt. Insofern tastet der Staat sich da Schritt für Schritt heran. Können Sie denn Daten ohne Lizenzen rausgeben? Oder werden die Daten zuerst nach CC BY-SA und danach als CC? Nee, ich meine jetzt, die auf der Webseite direkt abrufbar und anzeigbar sind. Da ist schon sehr viel. Also zum Beispiel auch bei Kiel gibt es einen Stadtplan. Ist nur, die Daten sind nicht runterladbar, aber man kann auch da die Ortsteile und Stadtteile wunderbar alle sehen, wenn man direkt danach schaut. Also es ist kein Problem, die da zu finden, rein optisch. Aber man kriegt sie jetzt nicht zum Runterladen mit einer offenen Lizenz irgendwie. Aber kann ja noch kommen, also das kann ja durchaus der nächste Schritt werden. Ist ja im Bereich des Möglichen zumindest. Und ich denke mal, das ist die typische Vorgehensweise, dass man erstmal die Daten nur auf einer Webseite veröffentlicht und dann sich rantastet sozusagen an das Open Data. Je genauer wir drauf gucken, desto eher passiert es auch jedenfalls. Ich habe hier mal die Daten dann aus so einer CSV-Datei einfach mal angezeigt. Ich habe hier so eine Webseite, auf der ich ein paar Sachen zeigen. Schicke 3D-Sachen demonstrieren will, dann brauche ich ein paar Daten zum Testen. Dann habe ich jetzt hier eine Bevölkerungsstatistik von Kiel zum Beispiel einfach mal nehmen können, um ein paar interessante und sinnvolle Daten da einzublenden. Das ist einfach eine nette Geschichte, wenn man Open Data hat. Also so rein praktisch kann ich da jetzt auch direkt schon von profitieren, dass es diese Daten gibt, auch wenn die nicht unglaublich umfangreich sind. Falsch rumgeschaltet. Achso, das ist ja die Folie. ja. Die Rahmenbedingungen. Es gibt eine EU-Richtlinie, also damals EG-Richtlinie, Inspire von 2007. Die verpflichtet die Mitgliedstaaten, Geobasisdaten sowie Geofachdaten, die in einem der diversen Anhänge aufgeführt sind, und das ist sehr viel, was da aufgeführt wird. Das ist sehr umfangreich, also da wird sehr viel angeschoben, stufenweise und so weiter bereitzustellen. Nun ja, wir haben jetzt 2017, wir sind jetzt auf dem Weg, wenn ich das richtig sehe. Das sind nicht direkt Open Data. Also damals hat man nicht von Open Data gesprochen, aber wenn man sich anguckt, was in diesen Formulierungen dieses Geodatenzugangsgesetzes zum Beispiel drin steht, was jetzt auch nach dieser Richtlinie natürlich gestrickt ist, stehen da eben lauter so Formulierungen und Dinge drin, wie Daten eigentlich zur Verfügung oder Informationen eigentlich zur Verfügung gestellt werden sollten, und vieles danach hört sich eigentlich wirklich schon sehr nach Open Data an, wenn man sich das genauer betrachtet. Und das hat eben auch entsprechende förderliche Wirkung auf das Open Data-Thema. Inspire normiert auch sehr stark die Daten, was die Metadaten zum Beispiel betrifft, dass der Zugang für alle kostenlos ist und solche Geschichten, die stehen da auch explizit drin, zumindest so als Default-Vorgabe. Wie man hier schon in der Formulierung auch sieht, gibt es da natürlich immer so kleine Einschränkungen, soweit durch besondere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist und so weiter. Also Default ist aber immerhin, es müsste eigentlich freigegeben werden. Und wenn man sich den Koalitionsvertrag hier von Schleswig-Holstein anguckt, den Jamaika-Vertrag, da sieht man auch, dass Open Data als deutlich angestrebt drinsteht. Ich habe mal ein paar Excerpts da reingetan, hier Open Data jeweils unterstrichen, also praktisch drei Absätze, wo Open Data erwähnt wird. Also das hört sich recht positiv an. Das ist natürlich eine allgemeine Absichtserklärung, aber immer eine gute Absicht. Und die Hoffnung, dass sich das also auch weiterentwickelt und die Entwicklung keinen Abbruch tut an der Stelle und es hoffentlich bald wirklich deutlich mehr Data bei GovData eben dann auch zu finden gibt.
Ja, die Grenzen sind ja ab und zu schon mal ein bisschen durchgeklungen, aber es gibt diverse Grenzen, also nicht nur diese allgemeinen Grenzen, die in diesen Gesetzen zum Beispiel drinstehen oder auch so vertragliche oder gesetzliche Rechte Dritter. Es gibt so, man stellt sich vor, man veröffentlicht, wo jetzt also die letzten paar Tiere einer bestimmten Spezies sich aufhalten. Das wäre natürlich für bestimmte Jäger eine ganz tolle Information, aber für die Spezies eher nicht. Das möchte man vielleicht dann nicht veröffentlichen. Also man muss schon auch genauer hingucken als Staat und genau deswegen ist einer der diversen Gründe, warum das eben auch alles ein bisschen länger dauert. Ist aber vielleicht teilweise auch ganz gut. Auch persönliche Daten möchte man da natürlich nicht haben. Daten, die auf vielleicht durch ein bisschen Verarbeitung dann doch auf einzelne Personen schließen lassen, möchte man nicht haben. Also insofern ist das schon ganz sinnvoll, dass man nicht einfach alles freigibt. Und das macht es leider etwas langsam. Sensible Infrastruktur ist auch noch ein Stichwort. Also wenn jetzt klar ist, was wo im Boden verlegt ist, ist alles viel leichter angreifbar. Das sind zum Beispiel Daten, an die man so nicht kommt. Da muss man, wenn man irgendwo graben möchte und Rohre unter der Straße etwa verlegen möchte, muss man da einen entsprechenden Antrag stellen und der muss dann erstmal bewilligt werden. Dann kriegt man diese Daten. Damit auch klar ist, ob andere vielleicht auch ähnliche Bauprojekte zeitnah vorhaben, sodass man es zusammenlegen kann und so weiter. Aber auch, damit die Daten eben nur diejenigen bekommen, die damit was Sinnvolles wirklich tun wollen. Aber die meisten Daten sind halt von anderer Art. Ja, was war das mit dem praktisch gut zugänglich? Ja, die üblichen offenen Formate, JSON, kennen wir von Webseiten, das können wir direkt auf Webseiten weiterverarbeiten. Sehr praktisch, das meiste ist irgendwie in XML, wo es sehr systematisch organisiert werden kann. Dass man mit den Metadaten sehr drauf ausgerichtet, würde ich mal sagen. Da könnte man wahrscheinlich in deinem Vortrag was dann am Montag bekommen. Ja, es geht halt nicht um XML, ganz klar, von der Semantik her. Und die nächste Generation Link Data ist RDF und JSON-RD. Das ist praktisch ja jetzt von API-Welt in die Smart-Welt praktisch dann übergehen. Das wird man bei denen. Sieht man bei den Museen, bei den Kulturinstitutionen ganz gut. Das hat jetzt gerade aus USA zum Beispiel ganz viel schon im Data, die Daten verfügbar sind. Ja, also zum Schluss können praktisch alle Daten irgendwie schon automatisiert miteinander verknüpft werden im Endeffekt und geschaut werden, Metadaten suchen, praktisch über alles irgendwie zu machen, weil man die Daten miteinander verbinden kann. Und ja, die Verwandtschaft zur Open Source und freier Software wollte ich noch kurz erwähnen. Ist halt irgendwie ganz wichtig, dass man diese Daten nicht nur irgendwie hat, sondern damit eben auch was machen kann. Und damit jeder eben damit was machen kann, ist es natürlich toll, wenn das Open Source ist. Da gibt es natürlich das diverse Zeug. Datenbanksoftware, GIS-Software für diese kartografischen Daten. QGIS ist da das prominenteste Beispiel, würde ich sagen. Ist in den Linux-Distribution glaube ich noch nicht drin in der Regel, aber kann man relativ leicht installieren. WebGIS-Bibliotheken ermöglichen einem, auf Webseiten die Daten einzubauen. Programmiersprachen gibt es diverse, mit denen, die sich besonders etabliert haben, Daten zu analysieren. Und da gibt es halt dieses Schlagwort Data Science, Datenanalyse-Tools, Data Science-Tools. Und Datenvisualisierung, zum Beispiel jupyter.org liefert da so ein Tool, wo man Python-Code eingeben kann und dann kriegt man halt, kann man so kleine Grafiken erzeugen. Und man kann eben auch gleich mit seinem Python-Code die Daten zwischendurch weiterverarbeiten und das in einer Webdarstellung kann immer zurück zu alten Ständen und so weiter, das Zeug zwischenspeichern. Das ist sehr praktisch. Wäre für eine Präsentation zum Beispiel auch super. Aber es gibt auch Datenanalyse-Tools, da nimmt man einfach eine Datenmenge, klickt, analysier das mal mit Verfahren XY und dann kommen irgendwelche Zusammenhänge aufgelistet, die diese Analyse für wahrscheinlich hält.
Aber das sollte man sich natürlich von drei Seiten mindestens immer angucken, bevor man zu schnell schließt, wo irgendwelche Ursache und Wirkung Beziehungen möglicherweise sind, die vielleicht gar nicht existieren. Ja, welche Herausforderungen gibt es so? Wir haben ja für diesen Hackathon schon mal überlegt, was ist denn jetzt der Sinn der Sache und was könnten wir uns als Herausforderungen sehen? Ja, die bessere Auffindbarkeit von Open Data. Da kriegen wir gleich noch wir kriegen gleich noch Präsentationen von drei der Projekte, die da stattgefunden haben, sodass wir uns ein kleines Bild da schon machen können, was bei so einem Hackathon rauskommt. Open Access ist ein Stichwort, Echtzeitdaten für die Zugänglichkeit, diverse Dinge, die ich eben schon überall drin hatte in den anderen Folien und Open Source Tools zur Unterstützung zu bauen, damit man Daten zum Beispiel besser sichten kann, sehen wir auch gleich. Ja, wir haben Unterstützung bekommen von der Landesregierung. Wir haben ein paar Daten schon mal zum Spielen bekommen, die noch nicht als Open Data freigegeben worden sind, aber die als Daten uns einfach mal so in die Hand gedrückt worden sind. Hier beim Hackathon dürft ihr. Und wir sind auch von diversen unterstützt worden, von nicht nur von Behörden, sondern auch von Firmen, die Interesse daran haben. Also auch Firmen sind durchaus interessiert daran, dass mehr Open Data stattfindet. So ein Hackathon, in dem Fall waren es 60 Teilnehmer. Das haben wir als Toppoint veranstaltet, zusammen mit Open Campus. Läuft so ab, dass wir ein paar Keynotes vielleicht haben. In dem Fall gab es sehr inspirierende Keynotes, wie mir zugetragen worden ist von einzelnen Teilnehmern. Es gibt eine Sammlung von Themen am Anfang. Man überlegt, welche Stichworte wären da so interessant und dadurch bilden sich dann so die ersten Gruppen von gemeinsam Interessierten. Und das hat auch sehr gut funktioniert, dass etwa ähnlich kleine Gruppen so von 3-4 Leuten in der Regel entstanden sind, wo man gut zusammenarbeiten kann an Themen. Und zwischendurch gab es immer halt denn Arbeiten, Essen, bisschen Schlafen, kann jeder individuell entscheiden. Das mit dem Essen war ja gesponsert durch die Unterstützer. Bezahlt, so dass das, ja, brauchte man sich nicht drum kümmern, man konnte sich auf seine Arbeit konzentrieren. Und zum Schluss so eine kleine Abschlusspräsentation, wie wir jetzt einmal kurz noch simulieren. Ich habe hier mal ein paar von den Themen aufgelistet. Dabei haben wir zum Beispiel Power Forecast und ich übergebe dann mal an Jan. So, ich bin Jens, ich war beim Kreativhack dabei. Kam so zu diesem Power Forecast Projekt, das hatte ich dort innerhalb von einer Gruppe von 4 Leuten hat man das bearbeitet. 2 sitzen noch da hinten, also wink mal kurz. Eines war aus Flensburg, der ist jetzt natürlich nicht dabei. So, ich stelle jetzt mal so ein bisschen den Hintergrund, die Idee vor und was wir da an dem einen Tag zusammengestellt hatten, zusammenbekommen haben. So einen Tag hatten wir, 24 Stunden. Also Hintergrund ist eigentlich, dass wir uns gerade in der Energiewende befinden, also wir haben Anstieg erneuerbarer Energien. Für uns bedeutet das, wir sehen eigentlich immer mehr so Windräder. Allerdings ist es auch so, die müssen auch ab und zu abgeregelt werden. Und zwar ist es der Fall, wenn die mal mehr Energie erzeugen, als vorausgesehen war. Also wir haben jetzt mehr Wind als vorausgesagt. Und dann droht halt ein Netzengpass. Also dann es droht ein Kurzschluss, ist dann Netzengpass und dann müssen die dann abgeregelt werden. Und so geht einiges an Energie verloren. Also hier ist so eine Zahl gegeben. Also im Jahr sind es so ungefähr 1 Terawattstunden. Und volkswirtschaftlich ist es so 100 Millionen Euro. Also eine ziemlich hohe Summe, dass das zustande kommt. Jetzt ist es allerdings auch nicht nur so, dass man das jetzt rein auf der Erzeugerseite steuern kann, also durch diese Abregeln. Jetzt könnte man diese Abregeln auch vermeiden, indem man jetzt die auf der Verbraucherseite einwirkt. Und jetzt, also je nach Anteil der erneuerbaren Energien, halt unseren Verbrauch anpasst. Und so kam eigentlich so am Anfang bei der Themenfindung beim Kreativhack, da kam die Idee auf, dass man mal so ein Tool entwickelt. Ein Tool bedeutet so eine App, eine Mobile App oder hier, wie es dargestellt ist, so eine Homepage, die uns jetzt sagt, ob jetzt solche Netzengpässe vorliegen oder ob die jetzt in der näheren Zukunft zu erwarten sind.
Und dann können wir jetzt halt unseren Verbrauch dann anpassen. Das bedeutet, wir stehen zum Beispiel da, überlegen, sollen wir jetzt unsere Waschmaschine jetzt anschalten oder in ein paar Stunden? So, das war jetzt mal so die Idee. Okay, aber jetzt hatten wir natürlich nur so einen Tag Zeit. Da konnten wir jetzt natürlich nicht ein vollständiges Prognosetool entwickeln. Aber was wir jetzt mal so gemacht haben, ist mal, dass wir darstellen, gerade auf so einer Art Homepage, wann es solche Netzengpässe überhaupt gegeben hat. Halt mal so im Sinn von Transparenz, Open Data. Und das ist ja auch schon hilfreich, wenn wir jetzt denken an so Sachen wie Netzausbau und Bürgerbeteiligung und die Konflikte, die es dazu gibt. Dann ist natürlich auf jeden Fall sinnvoll, die Leute dazu zu informieren, dass es diese Engpässe gibt und wie häufig die vorkommen. Jetzt habe ich mal so ein kleines Bildchen. Jetzt haben wir so einen Screenshot von dem Tool. Stelle ich mal kurz vor. Also was wir hier sehen, ist jetzt erstmal Schleswig-Holstein. Und da sind jetzt mal so grüne und blaue Punkte drauf. Die grünen Punkte sind jetzt mal unproblematisch in unserem Zusammenhang. Also da wurden Biogasanlagen abgeregelt. Und zwar an einem bestimmten Tag. Das ist jetzt hier wieder irgendwann im März. Und was dann am Tag nicht verbrannt wurde, konnte man halt am nächsten Tag verbrennen. Was aber interessant ist, sind diese blauen Punkte. Da wurde Windkraft abgeregelt. Was da abgeregelt wurde, ist an Energie, das ging halt verloren. Ich stelle mich hier zurück. Es wäre natürlich interessant, mal den zeitlichen Verlauf anzuschauen. Zeige ich auch gerne. Also wer Interesse hat an meinem Laptop, kann man das dynamisch anschauen. Jetzt habe ich halt nur das Bildchen da. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen. Also die Punkte sieht man meistens hier oben bei Sylt und hier. Und der Grund ist auch klar, hier sind die Einspeisepunkte von den Offshore-Windanlagen. Also hier lohnt es sich besonders gut oder besonders oft lohnt es sich, hier seinen Verbrauch dran anzupassen. Heißt es eigentlich hier. Jetzt habe ich noch eine Slide zu den Daten. Wir haben jetzt natürlich nicht die Daten verwendet aus den Portalen, die vorher genannt wurden. Wir haben dann nicht die von der Stadt Kiel gebraucht, sondern vom Netzbetreiber. Und der hatte es ja auch dann auch zur Verfügung gestellt. Also das war sehr freundlich von ihm. Und er hat auch inzwischen, also SH-Netz hat auch angekündigt, sie wollen noch mehr Daten freigeben, sodass wir vermutlich dann dranbleiben und es sich dann auch, ich denke mal, lohnen wird, auch wirklich das Prognosetool anzugehen. Ja. Also wer Interesse hat, sich das anzuschauen, mitzumachen, was auch immer, einfach bei mir melden. Sonst gebe ich das mal weiter. Ja, moin. Das ist Jan, ich bin Finn. Wir sind vom Projekt Open Data Analyzer, dass wir sozusagen wo wir den letzten Open Data Kreativ Hack als Anschluss genommen haben, wollten heute was drüber erzählen. Ist einmal so, es gab ja diesen Kreativ Hack, über den Frank schon was erzählt hat. Allerdings haben wir da an diesem Projekt noch nicht gearbeitet, sondern haben wir uns gedacht, Mensch, wir haben noch eine Idee, die wir machen wollen, die haben wir danach weitergearbeitet. Und zwar, hier sind jetzt nochmal so eine Ansicht der Open Data der Stadt Kiel, damit man sich so ein bisschen besser vorstellen kann. Also wenn man jetzt auf diese Website geht, dann sieht man hier die verschiedenen Kategorien, kann eine auswählen, wie zum Beispiel jetzt Umwelt und Klima. Dann sieht man jetzt den Datensatz Abfall in Tonnen. Diese Datensätze sind so standardisiert, das heißt, sie haben alle die gleichen Informationen. Und so sieht's aus. Das Problem dabei ist, und unsere Idee ist, wenn man sich jetzt mal so einen Datensatz exemplarisch anschaut, ist eine CSV-Datei, sie ist maschinenlesbar, es ist ein Format, was man kennt, aber man kann da erstmal nichts so mit anfangen. Deswegen haben wir uns als Ziel gesetzt, eine Plattform zu schaffen, wo man diese Daten erfahren kann und auch damit rumspielen kann. Und das führt uns einmal von der CSV zur User Experience, also einmal die CSV, Comma Separated Values. Für die, die es nicht wissen, ist eben dieses Datenformat. Ist maschinenlesbar und wohl bekannt. Das Problem ist aber für einen Otto-Normalverbraucher kaum nutzbar. Das heißt, wenn jetzt jemand sich die Daten anschauen will, müsste er also und kein Programmierer ist, wahrscheinlich ein Tabellenkalkulationsprogramm einladen und dann plotten. Das Problem ist dann aber, wenn man sich mehrere Sachen plotten lassen will, ist er mit einem sehr großen Aufwand verbunden. Man könnte auch einen Desktop-Client programmieren. Das hätte die beste User Experience, wahrscheinlich noch besser als auf einer Website. Das Problem ist aber, dass man möchte ja, wenn man sich was anschauen will, direkt loslegen. Wenn man es jetzt erst downloaden oder installieren muss, dann stellt das eine Einstiegshürde dar. Und das Problem ist natürlich für uns, wenn wir das so in der Freizeit nebenbei machen, sehr aufwendig, das zu warten und weiterzuentwickeln für viele Plattformen. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten das als Website machen. Dann ist die Einstiegshürde fast nicht vorhanden. Es lädt zum Experimentieren ein. Und es kann auch eine Android-App von der Website abgeleitet werden. Und darüber erzählt euch jetzt Jan mehr.
Okay. Dann kann ich jetzt einfach mal so weiterreden. Dann so sieht das Ganze als ganz grober Prototyp momentan auf dem Desktop aus. Das ist jetzt ein Screenshot aus dem Browser. Der Browser außenrum ist offensichtlich weggecroppt. Aber letztendlich haben wir hier, habe ich deine Maus genommen, hier haben wir dann etwas im Dropdown-Menü, wo man dann nachher die gesamten Datensätze raussuchen kann. Da haben wir jetzt exemplarisch nur 3 eingesetzt. Das sind dann halt diese 156 oder so, was Frank vorhin erzählte, die man dann insgesamt nachher zur Verfügung haben kann. Und wenn man da sich dann einen auswählt, dann kann man verschiedene Datensätze an- und abwählen. Das wird dann, wenn man noch mehr auswählt, werden dann einfach die Graphen verschiedenen Farben darübereinander halt ja angezeigt. Und man hat halt eine prima übersichtliche Darstellung im Gegensatz zu diesen zwar maschinenlesbaren, aber nicht wirklich menschenlesbaren CSV-Dateien. Das UI ist jetzt natürlich noch komplett in der Prototypphase, weil wir erstmal auf Funktionalität gegangen sind. Das Schöne an der Sache ist, so sieht das dann aus, wenn wir noch mehrere Datensätze eingeblendet haben. Dadurch, dass wir das auf Web-Technologien gebaut haben, also wir haben das mit JavaScript, CSS und HTML umgesetzt, dass man das auch prima als hybride Web-Application, also man kann es exportieren als eine App letztendlich, die man auf Smartphones installieren kann, sich einfach im App Store runterladen kann und die dann intern im Gerät über den Browser dargestellt wird, aber der Browser wird letztendlich einfach ausgeblendet. Was bedeutet, dass man die Vorteile von einer normalen App hat, man kann es prima runterladen, aber man kann es gleichzeitig auf sämtlichen Betriebssystemen laufen lassen. Das heißt, wir müssen uns nicht darum kümmern, das jetzt separat irgendwie noch für iOS und Android irgendwie zu exportieren. Und selbiges gilt natürlich auch für die Desktop-Clients, weil dann Linux, Apple, also iOS und Windows dann das gleichermaßen darstellen können. Schön ist es auch, dadurch, dass wir das Ganze responsive gestaltet haben, also sich das Ganze an die Bildschirmformate direkt anpassen kann, wie halt eine Website das normalerweise kann, wenn sie modern gestaltet ist, kann man dann zum Beispiel auch das Smartphone einfach kippen und dann kann man sich das Ganze im Querformat anschauen, weil das Ganze sonst ja unter Umständen ein bisschen voll werden könnte unten auf der Achse. Und so kann man das Ganze dann prima für sich privat nutzen, für viele Anwendungszwecke, die Frank ja vorhin schon erläutert hat. Wenn man jetzt irgendeine Arbeit schreibt, eine akademische oder sowas, dann kann einem sowas auf jeden Fall weiterhelfen. Genau. Die mittelfristigen Ziele wären dann, dass wir alle Datensätze offensichtlich da einpflegen und nicht nur diese 3 exemplarischen. Das Ganze dann ein bisschen polischen, dass die Website wesentlich schöner aussieht, das Ganze benutzbarer wird. Natürlich ergeben sich dann neue Herausforderungen dadurch, dass wir eine riesige Menge an Datensätzen eventuell da drin haben. Da kann man nicht einfach nur ein Dropdown-Menü mit 150 Einträgen haben. Und das Ganze dann natürlich noch ein bisschen bekannter zu machen, damit die Leute am Ende auch was davon haben und das Ganze dann nicht einfach nur irgendwo vor sich hin vegetiert. Genau, und da haben wir auch langfristige Ziele. Und zwar erstmal ist es dann ein weiteres Ziel, Daten von weiteren Städten einzufügen, dass man auch da vergleichen kann und Informationen aus den Datensätzen ableiten. Weil im Moment ist es ja noch so, wir stellen sie einfach nur grafisch dar und im ersten Schritt oder mittelfristig wollen wir, dass man beliebige Daten miteinander kombinieren kann. Da muss man aber sozusagen drüber nachdenken, welche Informationen man daraus zieht. Und deswegen wollen wir noch gucken, welche statistischen Möglichkeiten wir noch haben, es weiter auszuwerten, dass man sagt, man hat jetzt eine Regression. Das heißt, wenn man guckt, wie ist denn der Müll gestiegen, kann man natürlich jetzt ablesen und etwas schätzen. Aber es wäre natürlich gut, wenn es immer, wenn man sich so ein paar Tools zusammenklicken kann, die dann daneben angezeigt werden können. Und dann ist es ganz leicht, da Informationen draus zu ziehen. Und wir haben uns schon die entsprechenden Domains gesichert und sind jetzt unter contact@opendataanalyzer.org zu erreichen. Ja. Und wir hätten noch Freifunk im Angebot. Also ich bin Ruben Barkow, habe da auch teilgenommen an dem Hackathon und wir haben uns mit einer kleinen Gruppe dran gesetzt, die Daten, die wir bekommen haben, zu analysieren. Und zwar haben wir von Land die Daten aller
Gebäude in Kiel und deren Höhe erhalten. Also daraus haben wir dann halt versucht, also uns dran gesetzt, also wir haben es auch geschafft, ein 3D-Modell zu bauen von der Stadt mit den Daten, die wir hatten, also aus einem kleinen Bereich der Innenstadt. Und wollten anhand dieser Gebäude dann analysieren, welches interessante Standpunkte sind für Freifunkrouter. Also bei Freifunk, kurz erklärt, baut man ja ein Maschennetzwerk auf zwischen WLAN-Routern, und da braucht man dann halt freie Sicht. Und wir haben uns überlegt, dass man mit den Daten der ganzen Gebäude dann halt gut sehen kann, von welchem Gebäude aus, also von welchem Dach, man ein anderes Gebäude gut sehen kann anhand deren Höhen und in Zukunft auch der Oberflächenstruktur des Bodens, die wir hier noch nicht eingebaut haben. Wir haben erstmal nur, es ist ja ein kleines Projekt gewesen, wir haben angefangen, das zu visualisieren. Die 3D-Version, die dann dabei rausgekommen ist, sieht so aus. Das kann ich gleich nochmal in einem kleinen Video zeigen. So, also wir haben es geschafft, alle Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen zu so einem 3D-Modell. Und diese großen roten Bälle sind die vorhandenen Freifunkknoten, die schon verteilt sind in der Stadt. Und die Gebäude haben halt anhand der verschiedenen Höhe dann verschiedene Farben. Man kann sich da frei durchbewegen durch das ganze Modell. Das ist jetzt eine Videoaufzeichnung. Das kann man natürlich, sieht man auch gleich, also jetzt im Moment dreht sich's nur, und man kann es aber auch mit der Maus dann selbst steuern. Man kann die Gebäude an- und ausschalten und sich rein und rauszoomen und zusätzliche Datenquellen angeben. Also alle Datenquellen, die wir erhalten haben, haben dann hier eine andere Farbe. Die blauen Punkte sind Liegenschaften des Landes, von denen wir die Erlaubnis haben, auf die Dächer raufzugehen und da Freifunkrouter aufzustellen. Und grün sind die Liegenschaften der Stadt, glaube ich. Und so kann man halt in Zukunft, wenn das weiterentwickelt wird, kann man dann halt hier irgendwann, das ist der Plan, dass man dann halt so Linien ziehen kann von Gebäude zu Gebäude, um zu sehen, wie gut ist da die Sicht oder die Abdeckung, um dann dadurch eine perfekte Abdeckung in der Stadt aufzubauen. Ja, sowas kann man halt auch anfangen mit öffentlich zugänglichen Daten. Ich nehme an, das ist dein Fazit. Ja. Okay. Fragen dazu? Vielen Dank.